Zwar wollte ich ein bisschen was sagen, warum beim Bitcoin der Preis so schwanken muss. Also es gibt in der Blockchain-Welt, das möchte ich nur kurz erwähnen, das Blockchain-Trilemma. Das heißt, ich habe ein Dreieck, wo ich drei Punkte habe: Skalierung, Sicherheit, Dezentralität. Und da kann ich zwei Punkte nur gut bedienen. Das heißt, wenn ich ein sicheres Netzwerk haben will, was sehr dezentral ist, dann kann ich das schlecht skalieren. So und ähnlich gibt es das Zentralbank-Trilemma, dem Bitcoin oder Kryptowährung logischerweise auch mit unterliegen. Und das Zentralbank-Trilemma will ich heute mal ein bisschen genauer erklären. Also bei dem Trilemma habe ich drei Punkte, die ich als Zentralbank gerne maximal umsetzen will. Einmal den freien Kapitalfluss. Ich möchte eine unabhängige Geldpolitik von den anderen Zentralbanken machen. Und ich möchte logischerweise auch feste Umtauschkurse haben, damit sich die Leute, die Nutzer meiner Währung nicht irgendwie beschweren. So, und das geht halt nicht. Wenn ich einen festen Umtauschkurs haben will und einen freien Kapitalfluss, dann muss ich, wenn die Nachbarzentralbanken ihre Zinsen anheben, dann muss ich meine Zinsen auch mit anheben, weil sonst fließt das Kapital zu denen hin und ich habe dann ein Problem mit dem Umtauschkurs. Der ist dann nämlich nicht mehr fest oder in einem bestimmten Bereich, sondern der bewegt sich dann zu meinen Ungunsten und zugunsten der Fremdwährung, wo das Kapital hinströmt. Und bei Bitcoin ist es so, ich habe generell einen freien Kapitalfluss bei den Kryptowährungen, bei Ethereum genauso, weil das ganze System an sich ja neutral und zutrittsoffen für jedermann global und auch zensurresistent ist. Das heißt, ich kann niemanden ausschließen und ich kann auch niemanden zwingen, das System zu nutzen. So, und die unabhängige Geldpolitik bei Bitcoin jetzt im konkreten Fall, aber auch bei Ethereum, die ist im Code programmiert. Also zur Geldpolitik gehört natürlich auch die Geldmengenerweiterung, die bei einer Zentralbank unkalkulierbar ist. Selbst die Zentralbank weiß nicht, wie viel Geld sie morgen erzeugen wird. Bei Bitcoin weiß ich, mit jedem Block kommen 6,25 Bitcoin in die Welt und bei Ethereum kommt eine zweistellige Anzahl mit einer 1 von oder vielleicht sind es auch 6 oder 8 Ether. Irgendwas so in dem Dreh. So, und das heißt, bei den Kryptowährungen, egal ob Ethereum, egal ob Dogecoin, egal ob Litecoin, Bitcoin oder was auch immer, bei den meisten zumindest, kommt eine feste Menge an neuem Geld in die Welt. So, und wenn ich halt einen freien Kapitalfluss haben will, oder den habe ich, und eine unabhängige Geldpolitik, die aber im Code programmiert ist, die ist auch fix, dann kann eigentlich nur noch der Umtauschkurs fließen. Und das ist das Dilemma oder das Trilemma, was wir haben, dass halt die Bitcoin-Preise oder Ethereum-Preise oder Ether-Preise nach oben oder nach unten ziemlich stark schwanken, weil halt die anderen zwei Punkte des Trilemmas fix sind. So, und deswegen bin ich da relativ entspannt, weil da wird mal wieder eine andere Sau durchs Dorf getrieben und dann finden wieder alle plötzlich Ether und Bitcoin toll und dann gehen die Preise wieder alle nach oben. Also selbst bei Ether schickt sich ja jetzt auch an, ein bisschen härter zu werden. Also vorher war es halt eine recht weiche Währung. Mir hatte auch die Geldpolitik, dass dann eine ziemlich große Anzahl pro Block in die Welt reinkommt. Das hat man ja jetzt auch wieder, führt man zurück und dadurch gewinnt natürlich Ether auch ein bisschen an Härte, aber kommt lange nicht an Bitcoin heran. Und heute habe ich mir als Thema ausgesucht das Blockchain-Trilemma. Nochmal zur Erinnerung. Ein Trilemma sind drei Parameter, von denen man nur zwei gut in eine positive Richtung beeinflussen kann. Und der dritte Parameter ist dann einfach nicht mehr so gut zu steuern. Und bei den Blockchains ist es halt so, man will, dass die sicher sind. Man will, dass die skalieren. Ist ja auch ein Punkt bei Ethereum vor allen Dingen, auch bei Bitcoin. Und man will natürlich auch, dass die dezentral sind. Und es geht entweder nur Sicherheit und Skalierung. Dann ist das Ganze zentral und nicht dezentral, oder es geht dezentral und sicher, dann skaliert es aber nicht. So, und das ist so ein Spannungsdreieck, was man, wie gesagt, bei Zentralbanken hat, was man auch bei der Blockchain hat
und was man natürlich auch in anderen Bereichen hat. Und das war das zeitlose Thema. Wer da ein bisschen mehr wissen will, muss ich jetzt mal wieder ein bisschen Werbung machen. Gibt es in meinem Buch Dezentrales Geld. Da gibt es noch die erste Auflage und es gibt auch noch, oder es nicht noch, es gibt auch schon die zweite Auflage. Da erkläre ich beide Trilemmas ausführlich.